Ja, Freunde, hier sind wir wieder. Ich hab gehört, ihr habt wieder Bock auf Hogwarts, ja? Ja, natürlich. Sehe ich euch doch an hier. Ey, Spaß. Ich habe auch Lust, ne? Ich habe auch Lust, auf jeden Fall. Ja, was können wir hier? Irgendwas braun, irgendwas, was wichtig schwer. So ein zusammen hier und dann noch Maximus, klar Maximus. Aber wir haben ja jetzt was zum Brauen, ne? Und hier Edurus. Alles rein, was geht. Ja, machen wir sofort, ja, machen wir sofort. Machen wir doch sofort. Mondstein, auch wieder 10, siehst du? Das sammelt sich dann mit der Zeit. 10 klingt erstmal wenig, aber ja, ist doch in Ordnung. Ja, ist doch in Ordnung. Siehst du, kann ich die zwei schon gleich mitnehmen. Zack, sammeln. Und da auch nochmal sammeln. Zack, und dann machen wir die schöne Aufgabe mit den Liebeskummer, oder wie heißt sie? Nee, Hauselfenkummer. Ja, genau. Also, Hauselfenkummer geht los. So, mein Freund. Komm her, die. So. Zack. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er. Was ist denn der? Ist jetzt ein Raum hier? Da steht aber schon was. Alter, wie viel geht denn da noch auf? Ist das euer Ernst? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dick sagte, genau. Er hat da eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Was meinst du damit? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Ja, da habe ich auch genug. Lässt ihn nicht aus der Höhle. Und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Ja, die machen mal kalt. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Oh, da gehe ich mal gucken, Süße. Die hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Ja. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Natürlich. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Klar. Ich danke dir. Ja. Okay, ja, machen wir uns gleich auf den Weg dahin. Können wir jetzt mehr Tierwesen hier wirklich hinmachen oder wie? Nee. Hey, habt ihr nichts mehr zu fressen hier? Das ist doch die Futterdings. Bürste gebe ich dir mal kurz. Ah, siehst du, die essen gerade alle. Kommt ihr doch essen, ne? Nicht, dass sie hier leer ausgeht, die Süßen. Können wir die alle so ein bisschen gleichzeitig streicheln? Jetzt hat auch noch Hunger da. Okay, also das habe ich. Und das? Essen musst du dort vorne holen, Kleiner. Oh, wer fehlt denn jetzt noch?
Der Frosch? Guck da. Hä? Okay, die Kröte braucht ein bisschen. Da kriegt da noch eine. Und die Kröte kriegt da noch einen. So, was ist hier mit dem? Ja, der chillt noch. So, macht ihr auch mal was mit der Kiste? Ich verstehe das nicht. Ich hab keine Ahnung, aber der fällt doch immer noch da hinten. Ja, Essen gibt's da vorne. Ja, Freunde, wenn wir ein bisschen wieder, ne, überziehen und länger machen, ach, ich kennt das doch, dann ist das halt so. Ah ne, der braucht noch Essen, der braucht noch Essen. So, was hast du für mich diesen Krötenwarzen? Lecker, die Krötenwarzen. Genau, zieh dir rein, das Zeug. So, dann gucken wir uns mal kurz das Räumchen für das Träumchen an. Ja, das habe ich verstanden, dass er mir da was markiert hat. Stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ah, jetzt kann ich nämlich endlich also auch so da hochgehen. Da brauche ich da gar nichts umbauen. Okay. Was ist das jetzt hier? Kann ich jetzt noch Quartierwesen hinmachen? Ja! Ja, geil! So, dann machen wir hier den Tiefler her. Kann ich den noch benutzen? Ich hoffe. Und so als. Genau. Hier noch mehr von den kleinen, nee, ne? Die brauchen die auch noch so eine Tierfütterstation. Leider nur Essen, ne? Na, ich tue das jetzt nicht hier noch irgendwie schick noch ausbauen. Das brauchen wir jetzt nicht. Schade, dass es nichts gibt, was die streicheln oder so, aber. Ja, was soll ich machen? Nichts. Da gibt's Futter. Könnte ich einmal Futter alle. Wo ist denn der Weiße? Ne? Und danach. Machen wir mal fort. Schade genug, ja. Keine Ahnung, ob ich dann trotzdem noch auf den fliegen kann. Das ist gut reichs. Der Strahls. Bild eines Nifflers. Ja, der Niffler. Er erinnert mich gerade an mich. Der alte Niffer. Ja, okay, cool, cool, cool. Okay, finde die Höhle. Ja, dann machen wir uns doch auf den Weg dahin. Ja, echt krass, also wird dann in anderen Ecken und Kanten auch noch was rauskommen. Teleportieren wir uns aber mal hinnen, weil, ja, wollen wir nicht hier rauslaufen. Dann finden wir auch keine Marken, ja, okay. Aber egal, was soll's. Also bis gleich, Freunde. Ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Ja, super. Ach, theoretisch dürfte ja die Frau jetzt dort weg sein an dem anderen Teleportpunkt, ne? Revelio. Ah, hier ist so ein Landeding. So wie ich Amit kenne, war er. Ach ne, Fernglas. Fernglas. Ja, steck doch ab. Ne, wir waren doch selber schon mal hier. Ist mir gar nicht mehr angezeigt. Ne, wir wollen jetzt. Diese Aufgabe machen. Revelio. Das sind wieder die Hippies. Ja, lass sie doch mal.
Egal, wir landen jetzt hier und dann easy. Oh, unsere schönen Blumen wieder. Die mag ich ja. Seltsamer genug. Egal, rein dazu die Spinnen, ne? Rein dazu die Spinnen. Egal. Oder sind die erst in der Höhle? Ach, ist mir auch egal, wo die sind. Wir töten die so oder so. Und wir müssen Dings lernen. Ich sollte hineingehen. Talente. Talente muss ich verteilen, Freunde. Ja. Rebellion. Incendio. Wir gucken erstmal, ob wir so gut klarkommen. Wenn nicht, werde ich das direkt machen. Ansonsten dann danach. So, Höhlen gehen eigentlich relativ fix, oder? Wenn es nicht gerade XXL-Dinger sind. Die ganzen Zeichen, Spinnen, ja, überall Spinnen und was weiß ich. Egal, sollen sie herkommen? Sollen sie herkommen, die Viecher? Hier gibt es schon diesen Blutegelsaft. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt, lalalala. Lest euch gerne Tops alleine Meister durch. Ist furchtbar. Rebellion. Wird uns hier nichts bringen und außerdem sagt ihr das eh an. So, also, ja, nicht sagt das an, aber, ne? Wichtige. So, da oben ist was. Hier ist nichts. Außer Abgrund. Ich glaube. Na doch, darunter geht's allgemein auch. Ja, macht mich schon wieder blöde hier, wisst ihr denn? Tops? Tops? Nick schickt mich. Bist du hier drin? Gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Rebellio. Also runter geht's auf jeden Fall auch noch, weil da ist eine Höhle. Ah, hier. Gar kein Problem, gar kein Problem. Das haben wir jetzt gerade auch nicht gesehen, ne? Muss ich vorher kaputt machen. Also ich wette mit euch, dort geht's weiter, aber da drüben würde ich gern auch mal hin. Rebellion. Die Frage ist nur, kommen wir dann noch dahin? Anscheinend irgendwie schon, ne? Ich gehe jetzt erstmal hier die Kiste mitnehmen. Die lässt mir sonst auch keine Ruhe, die schöne Kiste. Das war's, ne? Okay, ja. Wir gucken, also ich sehe gerade keinen Weg dahin zu kommen, von daher. Hier wird es einfach mal der Höhle entlang. Da werden wir schon noch hinkommen. Ich schau nicht ran. Oder ist sie da oben? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wird schon noch kommen. Böses Geräusch. Oh, oh, guck mal, wie wir über uns haben. Wie böse. Aha, okay. Deswegen glaube ich, war dieses Geräusch. Aber viel lieber nach dort rechts. Confringo. Rebellio. Confringo. Ich hab die schon gesehen. Tops
war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. So riesig sah die aus. Ich dachte, die war. Egal, wir gehen erstmal weiter. Lass uns da von den anderen Zeug mal nicht ablenken. Wenn hier irgendwann mal ein Weg dahin abgeht nach rechts, dann gehe ich da natürlich lang. Ah, das sind halt nur so kleine Babys, die hier immer wieder spawnen. Ich denke mal nichts Außergewöhnliches. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Bitte, hier geht's doch auch rüber. Revelio. Wir werden schon noch dahin kommen. Ist einfach zu viel, dass es uns entfernt bleiben würde. Ich kann ja nichts machen, die kleinen Spinnies. Aber eine große wird hier, denke ich, auch noch irgendwo aufkreuzen. Ah, hier Palermo machen. Revelio. Ah, hier geht's runter. Jetzt will ich mal zurückkommen. Entfernung. Kleine Kiste kaum kaputt. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tief in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihn zu folgen, und Vorsicht vor den Spinnen. Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Egal, ich schaff das schon. Aber die Höhle ist groß, also dafür, dass sie so groß ist, hat sie echt sehr schnell geladen, muss ich mal anmerken. Ja, jetzt laufen wir hier halt im Kreis. Um halb Kreis. Ja, das ist ja egal. Gibt ja kein, gibt Egelsaft. So, das machen wir jetzt einfach wieder kaputt. Und fertig aus, Nikolaus. Oh, du hast mich gerade erschreckt, Spinne. Die machen zum Glück nichts, wenn wir hier so lang laufen. Na, ja, sind hier wieder große? Es sieht doch so aus, als wenn hier Spinnen kommen. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Ist doch hier die Mutter auf den Spinnen, oder? Ja. Ich hm. Noch einen Gegner mit einem Spinnen-Eck. Das ist genau drei. Letztes Mal. Warum bei den Kleinen? Incendio.
Stute, das Weberstuhl. Aua! Geht doch, ein bisschen nervig war's da. So ein paar Zaubertränke brauchen wir eigentlich echt einstecken haben. Also die zum Heilen zumindest. Ah, dort ist doch das Blaue. Wir kommen langsam dahin, wo wir hin wollten. Ja. Ich denke mal, es ist egal, wo wir lang gehen. Sieht aus, als kommen wir bei beiden durch. Ah, da haben wir doch den Spinnenboss getötet hier. Ist das jetzt dieselbe Seite oder nicht? Schauen wir mal. So. Ich glaube nicht, oder? Dass es hier nur so im Kreis geht, ne? Ja. Ja, sieht man ja auch unten links auf der Map. Also, bleibt uns nur noch der Weg. Genau, super. Das gefällt mir doch. Sonst müsste man hier einfach draufklettern. Und dann, ja. Zack, Spinne lassen. Oh, hier unten ist so eine Kiste. Ja, stimmt, haben wir von Weitem gesehen. Ja. Probiere ich mal hier rüber zu springen. Na egal, scheiß auf die Kiste dann. Oh nein, ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist tops. Revelio. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Was? Die haben wir doch getötet. Ich glaube, die Meister enttäuschen hat diese Sprache, die in Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss. Armer Tops. Du brauchst Dings. Gelassen mit den Spinnen. Oh. Komm, wir peppen dich wieder auf. Erzähle Dick von seinem Freund. Okay, den können wir nicht. Scheiße, Mann. Ich würde gerne hier rüberkommen. Aber dann da rüber? Gar nicht, ja? Ich hier runterspringe, will ich das Boot. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch mal was, was man nicht weiß oder entdecken kann oder nicht sieht, wo die Sonne hier so blendet. Von hinten am Rücken auf das Bild. Ah, es ist da, aber es ist doch nicht da. So weit entfernt. Schade, dass er da nichts machen könnte für den Kleinen. Ja, warte mal, das geht so ähnlich, sehe ich jetzt schon. Okay, ging wenigstens alles Schrott. Mal gucken, ob wir da noch hinschwimmen können. Ne, da gibt's nicht hin. Was ist das? Ist es wieder der Berg hoch? Ne. Sind wir hier am Anfang? Ich hab gar keine Ahnung, Mensch. Revelio. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang.
Ja, ich denke auch, aber warte mal. Da gehe ich erst noch mal kurz unten lang. Aber dann komme ich da bestimmt unten raus, oder? Kann das sein? Auch am Altar. Das könnte sein, oder? Freunde. Das habe ich doch nicht umsonst kaputt geschossen. Da muss es doch noch irgendwas geben. Oh, da gibt es hier den Blutegelsack. Ja, den gibt's hier. Also haben wir alles gelöst von der Hütte. Außer die Kiste da. Scheiß drauf. Da wollte ich jetzt nicht runterspringen von da hinten. Egal. Eine Kiste. Ist doch nichts. Eine Kiste. Gar nichts. Ist ein Witz. Rest, wo ich dachte, den kriegen wir nicht mal. Den haben wir alles eingesammelt. Also top. Top, top. So, hier dahin. Schade, ey. Deswegen hat er auch Kummer, der Boy. Ja. Okay. Erzähl mal Geek davon, Geek. Geek. Schade, ey. Den nicht auf Pepe. So, ich habe mich mal nach der Karte direkt nochmal hierher teleportiert, weil ja, es hätte auch nur nochmal kurz Zeit gekostet. Rausporten hat länger gedauert, muss ich sagen. Aber hierher porten ging irgendwie schnell, ich weiß auch nicht warum. Naja, egal. Wir sind jetzt da. Erzählen wir das mal. Der tut mir leid. Wieder schaut. Ich bin aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Deek befürchtet, so lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deek wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deek. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, ja, wenn das in Ordnung ist. Na klar. Ich darf ihn. Auftrag abgeschlossen, Hauselfenkummer. Revelio. Alles gut, nicht dafür, mein Freund. Ja. Unsichtbarkeitstrank kann ich gar nicht brauen, ne? Nee, weil mir da das und das fehlt, dann ist ja auch wurscht. Ja. Gucken wir mal, was wir hier noch im Angebot hätten. Wir müssen auf jeden Fall Sachen verkaufen. Eine Hauptaufgabe. Ja, wir haben nur noch die Aufgabe. Ich müsste mal was verkaufen. Egal, reisen wir mal dahin und gucken mal. Müsste ja so passen. Ne, geht das auch schnell oder nicht? Stimmt, der Raum geht schneller, weil er nicht so groß ist. Oh, hallo. So, das sind wir auch schon wieder.
Hab ich mich nicht richtig gebordet? Hä? Wir laufen gerade falsch. Ach Mensch. Ich hab das gewusst. Ich hab gar nicht wieder drauf gedrückt. Ach so, nee, das ist nur diese kleine Kammer. Hm. Ah ja, die zwei Gespenster, die sind auch immer niedlich. Hä, da haben wir uns schon dahin geportet und dann sowas? Das Akku-Auftrag aktualisiert. Haben wir irgendwas geschafft? Rebellion. Beim Rennen? Ach ja, das war ja hier völlig falsch. Ah, wisst ihr was? Ich muss hier nochmal ran. Bisschen ärgerlich, es ist schon. Ärgert mich gerade ein bisschen, wo der mich hier hingeschickt hat mit seiner Schnellreise. Ja, wo ist es denn? Jetzt wollen sie es aber ganz genau wissen hier, hä? Hier gibt's nur den Zettel. Muggel-Artefakt, okay. Und das hier noch. Ja, wir müssen verkaufen. So, daneben habe ich noch was gesehen. Ach nee, Stufe 2, okay, siehst du, damit wir weiterkommen. Also schickt mich beim nächsten Mal doch nicht hier irgendwie sonst wohin. Hier waren wir da auch schon mal kurz. Ich weiß es noch, da konnten wir noch nicht zaubern. Ist schon ein bisschen her. Ja, fast einmal ringsrum. Und hier auch. Ja, ist ja so, wenn man ne, schnell dahin will. Gibt's nicht. Was? Betreten? Wo geht's denn dahin jetzt? Okay, hier kommen wir zu Orten, da kommen wir jetzt gar nicht hin. Jetzt kommen wir da drüben raus, oder was? Alter, was ist denn das hier für eine Kacke? Jetzt das alles wieder zurückgehen. Alles klar, nur wegen dieser Kiste. Also, naja, ist vielleicht ein schöner Gegenstand, ich weiß es nicht. Ich müsste erstmal Sachen verkaufen. So, jetzt aber, oder? Ja. Man lässt sich hier viel zu viel ablenken. Okay, das sind die Räume, wo wir drin waren. Alles gut. Dafür ist es da, dafür ist es gedacht. Schön gemacht. Ich drehe gleich noch durch. Komme ich hier überhaupt noch irgendwann an? Ach ja, laufen wir 5 Minuten hier durch die Walachei und da nochmal runter und hier und da. Ach nee, völlig verkehrt. Also das wäre der richtige Dings gewesen hier, das grüne Teil, oder? Ja, hier. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das... Ach Gott, das ist so dieser große Raum mit dem Spiegel, hä? Guck mal, man sieht den...
Unterrichtsraum Zaubertränke. Hauptteile Unterrichtsraum Wahrsagen. Da ist er kein Licht dabei. Und hier? Wo ist denn der hier? Verwandlungshoch, Turm der Verteidigung, die Dienste. Also, wir haben den schon, aber wo ist er? Wo ist er? Ist es dunkel dann der Schwarze oder was? Nee. Das soll mir mal einer erklären, wo das sein soll, wo wir hier uns gerade befinden. Da kann man sich doch gar nicht hinporten. Ja, mach mal auf der Karte eine bessere Platzierung da, der Müll. Geht ja gar nicht, was sie hier abzieht. Echt, das kann doch wohl nicht wahr, Steiner hier. Richtig blöd. Sie täten gut daran, diese junge Person nicht zu unterschätzen. Ihre Begabung für Magie übertrifft alles, was ich je gesehen habe. Und ich unterrichte schon sehr lange. Wie schön, einen solchen Schüler zu haben. Das kann es sein. Da sind sie ja. Ja, na klar. Ich warte doch. Ich habe ihre Eule erhalten. Ich konnte mit Lodgok reden, dem Goblin, den ich erwähnte. Was haben sie erfahren? Er und Renrock standen sich nahe, aber sie haben sich zerstritten. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ja, er wirkte aufrichtig auf mich. Und Sirona Ryan vertraut ihm. Nun gut. Gesetzt dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lodgok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Er konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rockwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet ihre nächste Prüfung statt. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein, ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rockwood, offenbar ihr Nachkomme, ein schwarzer Magier und mit Renrock verbündet. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Na gut, Sir. Bin unterwegs. Viel Erfolg. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Okay, machen wir da noch hin. Wieder auf dem Weg. Abgeschlossen. Ich habe mich verdrückt. Mich würde mal interessieren, ob ich schon die Schriftrolle kaufen kann. Müssen wir noch mal da rein. Ich wollte doch die zwei Zauber nur ändern. Genau. Und fliege ich mal nach Hogsmeade und ja, bis jetzt kam auch noch nichts. Das heißt, das wird schon noch gleich kommen, wenn wir hier raus sind, glaube ich. Egal, wir machen mal Hogsmeade und dann werden wir bestimmt schon so eine stille Post da kriegen. Na los, dann müsst ihr jetzt kommen. Sauber. Neue Aufträge? Ich hab noch gar keinen.
Egal, du kannst erstmal meine Sachen abkaufen. Den ganzen Modder, den wir dabei haben. Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Ja, wenn du mal dieses Gehege da verkaufen willst. Schauen wir uns mal an, was wir machst du ja nicht, ein hüpfender Top. Einen zufälligen Trank. Du kannst das mal verkaufen, du nimmst hier zu viel Cash ein. Guck mal, wie viel ich mit habe, ey. Es muss echt, muss alles, muss raus hier. Viel zu viel. Tschüss. Ganzen grünen Modder und blauen Modder kannst du alles haben. Ja, weg. Brauche ich nicht. Tschüss. Ah, warum gibt es hier keine Taste, dass man alle grünen und blauen Gegenstände verkaufen kann? Ja, okay, das nicht, weil das weiß ich ja nicht. Ja. Ja. Haben wir auch nicht viel gekriegt, ne? Nicht viel. Geizig war der. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen. Ja. Geizknochen, du. Na, egal, wir brauchen das Geld ja sonst auch nicht. So, ist es jetzt wenigstens irgendwo hier in der Nähe oder bin ich jetzt hier komplett falsch oder was? So, Charles Rock. Rockwards Prüfung. Oh, nee, die ist ja gar nicht hier, die ist ja da unten. Na dann Abflug. Okay, Freunde, jetzt gucke ich nur noch zusammen mit euch, sonst hätte ich das einfach so für mich gemacht nach den Talenten, weil die werden wir brauchen. Das wird wieder eine harte Nuss. Da will ich jetzt nicht mit anfangen und dann mittendrin ja aufhören oder so. Und wir wissen ja eh, die erste hat schon ein bisschen gedauert, ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine ganze Folge war. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Revelio. Und von daher machen wir das lieber in einer Folge. So, dann gucken wir mal rein mit den Talenten. Aber das könnte ich doch auch jetzt immer nehmen, oder? Ja. Talente. Ich hatte schon mal vorhin, oder was weiß ich, in den letzten ein, zwei, also habe ich nicht in der Folge gemacht. Ich habe einfach mal reingeguckt. Ja. Und habe dann für mich festgestellt, Raum der Wünsche, hier brauche ich nicht so, weil das viel mit Tränke zu tun hat. Das ist nämlich sowieso kaum, auch wenn es vielleicht echt wirklich super ist. Und Schleichen würde ich auch erstmal lassen. Ja, die können mich schlecht entdecken, ich kann schneller laufen beim Schleichen. Irgendwann muss man sowieso kämpfen, wie bei der Spinnhöhle. Kommt man dann in den Raum rein? Ja, toll, da kannst du nicht einfach wegrennen, ne? Und ja, dass man noch einen anderen treffen kann. Benutzen wir so gut wie nicht, deswegen würde ich mich auf die drei Reiter hier eher konzentrieren, ja. So, die Goldenen haben wir ja eh schon. Gegnern eines Asio-Beschwörenden Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Impulse löst zusätzlich starre in einer unmittelbaren Umgebung aus. War ich jetzt auch noch nicht so wichtig. Nehmen wir denn die Findu und die Pulse oft? Ich guck mal kurz, das ist schon nicht so einfach, muss man gut überlegen. Die Findu und die Pulse. Pulso. Was ist denn hier Defindo? Ja, den. Ja, doch, Defindo nehmen wir schon. Also für die, die das jetzt eh nicht sehen wollen, die können ja jetzt natürlich schon abschalten, ne? Nur, ich wollte euch dabei haben. Was ist das denn so? Schockwelle. Auch nicht schlecht. Hm.
Einsätze schneiden durch Betroffene, okay, um noch mehr zu treffen. Ja, das klingt, das können wir nehmen. Gucken wir mal hier weiter kurz. Was ist denn das? Muss Flipendio wirken können, um dieses Talent freizuschalten? Haben wir aber nicht, ne? Okay. Gegner sehr viel Flugverfluchte, die erleiden erhöhten Schaden. Nimm ich denn Stupor? Ist es diese Bubble oder was? Nee. Irgendein Zauber. Keine Ahnung, finde ich nicht mehr. Reizt mir jetzt eigentlich auch nicht so. Das ist natürlich auch heftig. Das ist Verfluchen und mehr Schaden ist eigentlich schon echt gut. Egal, wir gehen mal kurz nochmal hier erstmal gucken. Zauberset. Ja, eigentlich können wir noch ein drittes nehmen. Ja, komm. Alte Ausweichen gedrückt. Ja, das wollte ich ja damals schon. Erhöhen alte Magie-Effekte. Ja, okay. Wurf fängt und wirft die Waffen und. Nee, dann eher das. Aber wo kommen wir denn hier hoch? Was für eine Stufe? Und muss ich denn alle da daneben oder was? Das können wir ja dann gar nicht volle Pulle kriegen. Ach doch, wir können es ja so schon leveln, sehe ich gerade. Lol. Können wir den nochmal zurücknehmen? Ein Flugeffekt an einen Gegner, okay, ja. Hat auf Gegnern selber Effekt wie ein Flugverfluchte, leiden erhöhten Schaden. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Und der Flug haftet länger, der ist auch gut. Also wir können doch schon alles machen, Herr Lost, ey. Direkten Schaden. Hm, perfekt abgestimmt. Okay. Die Reichweite von. Ja, das ist auch gut, ne? Wenn wir hier Zeug sammeln. Aber nicht so schlimm. Das ist auch gut. Komm, den nehmen wir mal mit. Stupor bleiben länger betäubt. Noch ein Zauberset? Nee. Mega hat eine bessere. Okay, nee, das noch nicht. Okay, das heißt jetzt Ego lässt eine starke Explosion los. Gegner Schilde bricht. Ja, das ist eigentlich auch gut. Die zwei Sachen würde ich sagen, gefallen mir noch. Da waren wir gerade. Ja, das machen wir nicht. Das ist jetzt auch nicht. Brauche ich auch nicht.
Und hier, die gehen ja noch nicht, ne? Nee. Okay, dann nehmen wir die zwei noch. Also, Basistreffer gibt mehr alte Magie wegen X drücken. Und Revelio, wenn wir R drücken. Okay. Super, Freunde. Dann danke ich euch. War jetzt natürlich jetzt ein bisschen langweilig, aber ihr konntet ja auch schon eher gehen. Ja, das ist jetzt größer. Super. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann fliegen wir dorthin. Oder wir fliegen jetzt schon dahin. Auf hier. Oh, guck mal, können wir noch ein Nachtdings machen. Und da ist auch noch ein Landeplatz. Und da sind doch noch Dinge. Diesen Astronomie-Altar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Ja, ist es nicht dunkel oder was? Dann gib hin und mach das. Ist ja dann unscharf. Hä? Da ist auch noch was. Ja. Ich jetzt auf die drei konzentriert. Pendeluhr. Oh komm, Freunde. Und jetzt noch die hier. Ballons. Und dann reicht es. Ich sehe gerade schon wieder hier Merlin. Dort auch. Wir dann landen mit einem Vogel oder was? Oh, hier haben wir noch einen Flugpunkt. Hallo. Ich finde die Stimme immer so cool. Und das ist eine Prüfung, oder? Ja, einfach noch freischalten. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Zauber sind schon heftig, ja? Was?
Aber was du hier machen sollst, habe ich auch gar keine Ahnung. Ach doch, da wieder. Hm. Wieder den Stein da reinpacken. Wo ist denn der Stein? Ah, hier sind wieder die Tierchen. Hier sind nochmal Ballons. Genau. Schreibe ich nochmal mit. Revelio. Hallo? Nee, du sollst kaputt gehen. Danke. Was ist denn das? Alohomora. Jemand eingesperrt da drin, der war aber auch noch nicht. Na ja, gut, komm Freunde, wir müssen aufhören hier. Ist jetzt schon eine Stunde, Mensch. Du wirst bereuen, hier zu sein. Ja, ich gehe ja schon. Ich finde die Kugel jetzt nicht. Hm, da ist noch eine Merlins Prüfung. Den haben wir ja gemacht. Okay. So, Freunde. Jetzt aber. Haut da rein. Macht's schön gut. Bis zur nächsten Folge. Ich bin erstmal raus. Ciao, ciao.